Scannerraum muss ich suchen. Den würde ich halt schon ganz gerne mal haben, so langsam. Gut. Ne, warte mal, wir können auch noch was bauen, und zwar eine Fahrzeugerweiterungskonsole. Das habe ich doch auch gerade noch gesehen hier. Dreimal Titan, Computerchip, Kupferdraht. Titan. Natürlich kein Kupfer, warum auch? Computerchip war Gold. Zwei Tischkorallen. Und noch irgendwas, ne? Irgendwann merke ich mir, was ich für Computerchips brauche. So, dann suchen wir doch mal weiter nach Kupfer. Hallo, kleiner Mann. Wie viel nutzloses Titan wir hier jetzt wieder finden. Wie wenig sinnvolles Kupfer. Gut, der hat mich erwischt. Das gebe ich zu. Silber, okay. Brauchen wir auch für den Kabelsatz. Quarz könnten wir auch mal wieder so langsam gebrauchen. Mist, bin ich nicht schnell genug dran vorbeigekommen. Dann heile ich mich doch mal. Sonst sollten wir zu viel Quarz einsammeln, dann kann ich das immer noch zu Glas verarbeiten, dann nimmt das weniger Platz weg. Das klang nach Gold. Ja, ist gut. Beruhig dich. So, gibt es denn jetzt noch mehr Höhlen oder nur die eine? Wird doch noch mehr geben. So, warum wird mir das jetzt nicht... Doch, wird mir wohl angezeigt. Haha. Locken wir die jetzt auch nochmal alle raus. Hier war Titan, hier war ich schon mal. Da ist aber kein Schwefel drin. Haben wir wohl lange nicht mehr gepupst, wa? Da auch nicht. Unverschämt. Platz habe ich noch nicht viel und ich sollte... 30 Sekunden habe ich noch. Natürlich Titan. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Na, aber es ist halt schon ein Segen, wie lange wir unter Wasser bleiben können. Das ist auch eine geile Spezies, die sich einfach in die Luft sprengt. Titan. Wie viel Kupfer habe ich denn jetzt? 2, 4, 6 Kupfer. Naja.
Muss reichen. So, also Kupferdraht. Braucht ich. Was braucht man nochmal für Computerchips jetzt? Verdammt nochmal. Tischkoralle, Gold, Kupferdraht. Also wollen wir 4 Kupfer. Was wollte ich bauen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ein Ding ins Modul. Gold. Gold, 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 Gold. Mein Dings ist voll. Jetzt war Titan weg. Aber Titan brauche ich auch. Wohl ein Titan habe ich. So, haben wir Blei. Glas. So. Also, für einen Computerchip brauchen wir Tischgeräte und Kupferdraht. Dreimal Titan, nochmal Kupferdraht. Und noch zweimal Titan. Und schon haben wir kein Kupfer mehr. Toll. Ist ja nicht so, dass wir voll welches gesucht haben. J. Aber jetzt kommt hoffentlich hier die Fahrzeugerweiterungskonsole, weil damit können wir auch neue Plugins bauen. Und die Motte hier umbenennen. Motti, oh komm, wir schreiben das alles groß. Wird ja eh alles groß geschrieben hier. Motti. Dann nennt sich auch hier die Schrift auf dem Boot. Und die Rumpffarbe machen wir dann einfach mal quietschgelb. Den Namen auch. Lassen wir das innen weiß oder machen wir auch gelb? Komm, wir machen erstmal alles gelb hier und den Streifen machen wir auch gelb. Dann ist das so ein bisschen golden. Dann haben wir hier so ein bisschen, dann sehen wir das auf jeden Fall. Also Warnfarbe. Ne, komm, ich mach das innen weiß. Das sind halt nicht mehr diese Standard-Altera-Farben. Gut, und dann können wir nämlich hier als Universalmodule können wir Rumpfpanzerung, wir können Maschineneffizienz, Frachtmodule haben wir schon. Das sind Zyklopen, das sind die Seemottenmodule. Tiefenmodul 1 haben wir. Das Solarladegerät, das möchte ich gerne haben. Und das Perimeterabwehrsystem. Das Sonar ist vielleicht auch nicht schlecht. Ah, wir haben so wenig Platz einfach nur für da drin. Das Solarladegerät brauchen wir eigentlich auch eher weniger. Das lädt halt die Seemotte in der Sonne auf. Na, aber das hier wäre wichtig. Polyanilin. Ach, da weiß ich, wo ich das herkriege. Und das Sonar ist eigentlich auch ganz cool, wenn man halt wirklich nichts sieht. Geht zwar auf Strom, aber da brauche ich das Solargerät für im Endeffekt. Weil sonst die Batterien halt leer sind. Ne, für den Krebs gibt es dann halt auch ein Tiefenmodul. Ein Wärmereaktor, weil je tiefer wir in den Planeten reinkommen, desto wärmer wird's natürlich. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden, weil ich mir voll gegen das Mikrofon gedotzt habe. Und ein Sprungtrieb Krebs-Sprungtriebwerk. Ne, also damit wir einfach höher und weiter springen können. Und Torpedos gibt's auch, damit wir uns unsere Haut erwehren können. Maschineneffizienz wäre eigentlich auch ganz gut, dann verbrauchen wir weniger Strom. Rumpfpanzerung wäre auch ganz geil. Aber wir haben einfach keinen Platz. Wir haben hier nur vier Dinger. Ein Tiefmodul brauchen wir, Frachtmodul brauchen wir eigentlich auch. Ach je, so, können wir noch irgendwas bauen? Außer das Wärmekraftwerk, was ich jetzt gerade nicht bauen will. Wir müssen den Scannerraum mal suchen. So, dann haben wir hier noch einen. Nee, das war unter Nahrung. Ein Heildings. Ein
Bisschen Knollenbaum schnabulieren. Ich glaube, die Melonen brauchen wir gar nicht. Und was hatten wir jetzt unter... Wo ist mein Scanner? Wieso habe ich meinen Scanner jetzt weggepackt? Ich Depp. Scanner. Den will ich nicht haben. Eieiei. Wie ist es denn um meine Pflanzen bestellt? Die kann ich auch nochmal wieder ernten. Ja, das wächst jetzt auch alles exponentiell. Da mal Schlingpflanzenbüschel. Da haben wir das. Zwerglampenbusch, Schönkoralle. Das haben wir alles. In dem Rotgrasbiom gibt es auch noch ein paar Pflanzen, die ich mir abholen kann. Aber ich werde dann jetzt erstmal hingehen, tatsächlich. Oh, ich muss die Seemutter mal reparieren. Und einmal speichern. So, wo war denn das erste Wrack, was nicht so arschweit weg war? Wrack Westen. Also Osten, 495 Meter. Oh, da haben wir noch irgendwas, was weiter weg, wenn näher dran ist. Westen, 255. Also, Osten, 255 Meter weg. Hier so. Das sieht mir danach aus. So, dann kann ich mir eigentlich jetzt auch den Laserschneider hier wieder rausholen. Hier gibt's nicht viel. War ich hier dann wohl etwa schon? Nee. Ach, dann kriegen wir wieder Titan ohne Ende. Weil wir Sachen scannen, die wir schon lange, lange, lange kennen. Hallo? Nette kleine Höhle. Kupfer nehme ich. Alles gut. Schön. Ja, cool. Fesche kleine Höhle. Das ist auch nur Schrott. Und das ist eine Kiste. Wie viele mobile Fahrzeugstationen es hier gibt. Also wenn man die nicht findet, dann ist da tatsächlich Hopfen und Malz verloren. Das ist eine Koralle. Gut, dann sind wir mit dem Ding hier fertig. Da oben nochmal kurz gucken. Ne, da liegt auch nichts mehr. So, das Ding ist erkundet. Dann haben wir 351 Meter Südwesten. Also Nordosten. So in die Richtung. Ganz grob die Richtung hier. Ah, tatsächlich. Haha, mein System funktioniert. Dumm-di-dumm-di-dumm, hier sind überall Seegleiter. Ich meine, gut, es ist Startwerkzeug.
Ist klar, dass man das hier im Überfluss findet, weil wäre ja blöd, wenn nicht. Aus irgendeinem Grund zuckelt das jetzt hier gerade. Ne, bin ich hier seitlich? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich meine, meine Session ist eh gleich rum. Ich versuche ja immer so eine Stunden-Session zu machen. Das sind dann ungefähr 3 Folgen, je nachdem wie ich schneide. Aber nach einer Stunde drückt dann halt schon der Kopfhörerbügel dann aufs Ohr. Das tut so langsam wieder weh. Das ist dann immer mein Indiz dafür, dass ich dann nochmal aufhören sollte. So, dann haben wir jetzt hier das Wrack auch erkundet. Was haben wir denn als nächstes? 300, dann haben wir hier 495 Westen. Das geht dann so in die Richtung. Stimmt. Stimmt, hier waren ja mehrere Schrottfelder. Da. Ein Atommüllbehälter. Okay. Kann ich den bitte im echten Leben auch haben? Ein Scannerraumfragment. Hurra! Ich glaube, den können wir dann in der nächsten Session bauen. Endlich mal. Weil der hilft uns extremst bei der Suche nach Rohstoffen. Zumindest dann in der unmittelbaren Umgebung. Das ist Schrott. Komm, nehmen wir das Titan auch noch mit. Einfach damit wir hier fertig sind. So, auf den Riffrücken gibt es auch noch Pflanzen, die ich scannen kann. Aber... So, hier war in der Nähe aber noch eins. Weil hier waren 2. Punk. Ich meine doch, dass hier 2 waren. Auf jeden Fall kann ich das eine jetzt hier schon mal als erledigt markieren. Fünf Meter westlich. Wie weit sind wir? 505 Meter westlich, also hier. Südwesten, Westen. Fünf Meter Westen. Das ist... Warte mal. Wie tief ist das denn? 34 Meter. Das ist hier in der Höhe. Da! Ach, da sind die. Ach, guck mal, die sind wieder da. Diese kleinen Drecksviecher. Hallo, ihr kleinen Scheißer. Irgendwas konnte ich hier scannen jetzt. Ruckelt es bei euch auch? Ich versuche das gerade mal irgendwie... Ja, doch, bei euch ruckelt es auch. Schade.
Vielleicht muss ich... Ach ja, genau, hier war der Kaffeeautomat. Vielleicht muss ich dann doch mal diesen FPS-Begrenzer immer wieder rausnehmen. Oh, das ist irgendwie... Ne, das ruckelt auch mit dem... Mit ohne der Seemotte. Dem Seegleiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da hinten noch ein Wrack war. Weil da hinten liegen auf jeden Fall Scannerraumteile rum. Noch ein PD, noch ein Spind mit dem Foto von dieser Frau. Die scheint sehr beliebt gewesen zu sein. Wenn man das mal so festhalten darf. Wie viel Platz habe ich noch? Komm. Eine Reihe kriegen wir dann noch hin. So, dann haben wir das. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Session hier wieder. Und dann suche ich mal weitere Wracks ab und dann fliegen wir wieder zurück. Und dann können wir vielleicht unseren Scannerraum bauen. Und mal gucken, was uns da noch Lustiges erwartet. Genau, mit der Aurore sind wir ja durch. Mit dem Scannerraum können wir dann auch nochmal nach Wracks und nach Datenboxen suchen, einfach um zu gucken, ob wir da noch irgendwas vergessen haben. Und genau, dann sehen wir uns in der nächsten Session wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.